Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Folge Nummer 329 für alle Zahlenfreaks. Ich zumindest mal bin einer, weil ich weiß, noch 4 Sendungen. Und dann haben wir eine Schnapszahl, die 333. Sendung. Und das nächste Rennwochenende steht unmittelbar vor der Tür. Heute Donnerstag, das heißt natürlich auch wiederum Mediendonnerstag. Und siehe da, ja, es gibt wieder was zu verkünden. Oder vielmehr, es gab was zu verkünden. Darauf blicken wir gleich, wollen aber zunächst mal auch auf eine Entscheidung der Formel 1 nämlich blicken, denn man hatte ja die Überlegung, dass man ein neues Punktesystem einführt. Denn die letzte Veränderung des Punktesystems liegt ja schon fast 14 Jahre zurück. Und man hat so ein bisschen auch an jene Fahrer gedacht, wie zum Beispiel an einen Nico Hülkenberg, der alleine in diesem Jahr schon einige Male auf dem 11. Platz ins Ziel nämlich kam. Aber wie wir wissen, Punkte gibt es ja nur bis zum 10. Platz, heißt also immer wieder knapp an den Punkten vorbei. Und so wollte man eben auch an jene kleineren Teams denken, damit auch die die Chance haben, in die Punkte zu fahren. Doch klar ist, dazu wird es nicht kommen, denn die Formel-1-Kommission habe eben jetzt festgelegt, dass es zu keinen Veränderungen kommen werde. Und so teilte die Formel 1 offiziell am Dienstagabend mit, bei dem Treffen in London, das von Formel-1-Präsident und CEO Stefano Domenicali und dem FIA-Direktor für Einsitzer Nicolas Tombazis eingeleitet wurde, wurde ein Vorschlag diskutiert, ab Platz 10 Punkte zu vergeben. Die FIA erklärt in einer Erklärung, es sei einstimmig beschlossen worden, dass es keine Änderungen bei der Verteilung der Meisterschaftspunkte geben werde. Ja, wie schon gerade eben angesprochen, in der Vergangenheit bis zum Jahre 2010 gab es ja ein altes Punktesystem und seit dem Jahre 2010 ein neues Punktesystem. Und man hat ja übrigens ja nicht nur erklärt, dass es fürs nächste Jahr kein neues Punktesystem gibt, sondern auch für die kommenden Jahre. Das heißt, die Überlegung, dass kleinere Teams dann mal wieder einen Hauch der Chance spüren könnten, in die Punkte zu fahren, ist erstmal wieder auf absehbare Zeit vom Tisch. Gucken wir uns doch nochmal die Punkte an, wie sie seit 2010 ist. Da eben für Platz 1 25 Punkte, für Platz 2 18, dann für Platz 3 15 und so weiter, 12, 10, 8, 6, 4, 2 gibt es noch für den 9. Platz und für Platz 10 noch einen Punkt. Damals, also bis 2010, gab es nur für die ersten 8 Punkte und es ging ja nach dem System 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das heißt, der 8-Platzierte hatte dann am Ende noch einen Punkt mitgenommen. Es gab nur mal eine kleine Ausnahme, nämlich vor 10 Jahren gab es nämlich beim Finale die doppelte Anzahl an Punkten. War die Ausnahme, hat man seither nicht noch einmal wiederholt. Wir wissen ja auch, im Sprint gibt es ja nochmal auch andere Punkteplatzierungen. Da gibt es auch ja nur für die ersten 8 Punkte, aber nicht nach dem Modell, wie man bei den Hauptrennen bis 2010 gefahren ist, sondern eben ganz normal. Für Platz 1 gibt es 8 Punkte und für Platz 8 gibt es einen Punkt. Ja, und was ja auch noch relativ neu ist, liegt ja auch schon wieder fast 5 Jahre hinter uns, ist, dass es ja im Hauptrennen am Sonntag ja für den schnellsten Fahrer noch einen Zusatzpunkt gibt, aber auch nur für den Fahrer, der sich innerhalb der Top 10 befindet. Das heißt, wenn jetzt jemand auf Platz 11 eine schnellste Runde fährt im Rennen, dann gibt es diesen Extrapunkt eben nicht. Und aber es gibt trotzdem noch gute Nachrichten für Fahrer und Teams, zumindest mal mit Blick auf 2026, denn es soll deutlich mehr Testtage als zuvor geben. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass ja 2026 eben das neue Reglement in Kraft tritt und vor allem eben ja auch 100%iger nachhaltiger Kraftstoff und vor allem ja auch eine stärkere Konzentration auf elektrische Energie ja entsprechend vorsieht. Und so soll man den Fahrern und den Teams auch mehr Spielraum gewähren, um sich da auch bestmöglichst vorzubereiten. Da heißt es von Seiten der Formel 1, die bisherige Anzahl von 3 Tagen wird auf 9 erhöht, die sich auf 3 Kontingente verteilen, um den Teams die Möglichkeit zu geben, eventuelle Probleme mit ihren völlig neuen Autos auszubügeln. Die Orte und Termine stehen noch nicht fest. Und
Eine weitere Neuerung gibt es, und zwar nämlich für das kommende Jahr bereits, denn das Mindestgewicht für Fahrer wurde jetzt um 2 Kilo nach oben geschraubt, war ja bis dato 78 Kilo der Fall, und für 2025 sind es dann schon 80. Dazu erklärte die Formel 1, das bedeutet, dass das Mindestgewicht des Fahrzeugs ohne Kraftstoff bis 2025 auf 800 Kilogramm angehoben wird. Also zumindest mal die ein oder andere Neuerung im Sinne der Fahrer und natürlich auch der Teams, aber eben gerade was die Punkterevolution betrifft, wird es eben in absehbarer Zeit keine geben. Was es aber heute geben wird, sind 3 Hauptthemen und darauf blicken wir jetzt. Nun ist es offiziell. Esteban Ocon wechselt im kommenden Jahr von Alpine zu Haas. Damit ist die Fahrerpaarung für das US-amerikanische Team abgeschlossen. Doch nebst aller Schwärmerei von Seiten des Teams gibt es auch Kritik. Und zwar von keinem geringeren als von Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner. Er fuhr bereits für zahlreiche Teams, darunter auch eine Vielzahl von Traditionsteams. Doch wird das im kommenden Jahr auch noch der Fall sein können für Carlos Sainz? Im Interview mit dem Männermagazin GQ spricht er über seine Zukunft. Dabei wird deutlich, wo er wirklich hin will. Als Mad Max wurde Max Verstappen nach dem großen Preis von Ungarn von vielen bezeichnet. Viele sahen in den Funksprüchen mit seinem Renningenieur ein respektloses Verhalten. Doch auch die Kollision mit Rivale Lewis Hamilton hießen die meisten nicht gut. Lag die schlechte Laune Verstappens an der erneuten Teilnahme beim spätabendlichen Simracing? Klar ist, das hat ein Ende. Unsere Sendung aber noch nicht, denn die fängt nämlich genau jetzt an. Ja, es gab schon ja diese ganzen Berichte und auch Spekulationen, dass da Esteban Ocon großer Favorit sein soll, eben was die Nachfolge von Kevin Magnussen betrifft. Darüber hatten wir auch schon in den zurückliegenden Wochen stets berichtet. Und nun wurde es heute von Seiten des US-amerikanischen Teams endlich offiziell. Und damit nochmal willkommen bei uns zur Sendung an diesem Donnerstag. Ja, die Fahrerpaarung für das Haas-Team für das kommende Jahr oder vielmehr für die kommenden Jahre steht nun offiziell fest. Nach der Verkündung von Olli Berman, der ja die Nachfolge von Nico Hülkenberg im nächsten Jahr antreten wird, gab es eben heute die zweite und zugleich letzte Ankündigung des US-amerikanischen Teams. Nachdem am vergangenen Donnerstag ja bereits offiziell bestätigt wurde, dass der Vertrag von Kevin Magnussen nicht mehr verlängert werde und es gleichzeitig Gerüchte gab, dass Esteban Ocon, dessen Vertrag ja wiederum bei Alpine nicht verlängert wurde, im nächsten Jahr an der Seite von Olli Berman sitzen könnte, folgte also heute die offizielle Bestätigung. Der 27-Jährige soll demnach einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben haben. Über die exakte Vertragsdauer ist dabei nichts bekannt, beziehungsweise auch von Seiten des Teams nichts kommuniziert worden. Wir wissen ja, wenn wir mal ein bisschen auf die Vergangenheit von Esteban Ocon blicken, da gab es natürlich viele Auf und Abs. Das wahrscheinlich für ihn größte Highlight war nämlich im Jahre 2021, als er nämlich den großen Preis von Ungarn gewann, und zwar natürlich in den Diensten des Alpins. Und damit ist Ocon auch gleichzeitig der allererste Grand Prix-Sieger, der für das Haas-Team nämlich fahren wird. Ja, und er kann auch abseits seiner Tätigkeit, seines Einsatzes bei Alpine ja auf eine Vielzahl von verschiedenen Teams ja auch zurückblicken, für die er auch in den vergangenen Jahren bereits gefahren hatte. Manor Racing, Force India, Renault, Alpine und im nächsten Jahr jetzt dann Haas. Und insgesamt sind das 146 WM-Läufe, an denen Esteban Ocon bis dato teilgenommen hatte. Und wenn man das Ganze mal in Punkten zusammenziehen will, dann hat er teamübergreifend bis dato 425 Punkte erzielen können. Im Jahre 2022, also vor 2 Jahren, da wurde er WM-Achter. Ja, für Esteban Ocon selber schließt sich natürlich jetzt ein ganz besonderer Kreis, denn der Nachfolger von Günther Steiner, Teamchef Ayao Tomacho und Esteban Ocon haben eine gemeinsame Vergangenheit.
und vor allem auch eine gemeinsame Zusammenarbeit, nämlich beim damaligen Lotus-Team, das ja heute unter dem Namen Alpine fungiert. Tja, und das war im Jahre 2014, da fuhr Esteban Ocon nämlich den Lotus E20 und genau er war nämlich sein damaliger Renningenieur, nämlich Ayao Komachu. Und für Esteban Ocon ist das quasi ein bisschen wieder zur alten Wirkungsstätte zurückzukehren, zumindest mal eben, wenn er auf die bisherige Zusammenarbeit mit dem Japaner blickt. Heute gab das Task-Team natürlich auch eine Pressemitteilung bekannt, in dem natürlich alle Beteiligten auch zitiert wurden, so eben auch Esteban Ocon, und der erklärte: "Ich bin sehr glücklich drüber, wieder mit Ayao zusammenzuarbeiten. Er war Teil meines Debüts, als ich in meinen Tagen als Lotus Junior zum ersten Mal ein Formel-1-Auto getestet habe, vor 10 Jahren. Haas hat große Pläne und klare Ziele für die Zukunft und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Personal in Canapolis, Banbury und Maranello." Ja, und vor allem auch, sagt er noch einiges, vor allem auch gerade, was die Zukunft nämlich seiner Formel-1-Karriere betrifft, nämlich vor allem das, sagt er: "Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel meiner Karriere. Mich hat immer beeindruckt, welche Arbeit Haas in der Formel 1 zeigt. Ich möchte dazu beitragen, dass das Team schneller wächst. Ich danke Teambesitzer Haas und Teamchef Komachu für ihr Vertrauen. Und ich finde es schön, dass sich die Wege von mir und Ayao wieder kreuzen." Ja, und natürlich auch der Haas-Teamchef ist ebenfalls eines, ja, kann man sagen, vollen Lobes in Richtung Esteban Ocon und sagte nämlich: "Ich bin sehr glücklich, dass wir Esteban verpflichten konnten. Sein Talent ist offensichtlich. Er hat sich von einem vielversprechenden jungen Fahrer zum Grand Prix-Sieger und erfahrenen Formel-1-Fahrer entwickelt. Wir haben mit ihm und Berman ein aufregendes, dynamisches Fahrerduo." Ja, und einer kommt natürlich auch noch zu Wort, der darf natürlich auch nicht vergessen werden, der Teambesitzer selber, Gene Haas, und der lässt sich mit diesen Worten zitieren: "Es war mir wichtig, einen Mann von Format zu verpflichten und ich hätte mir keinen besseren Fahrer wünschen können als Grand Prix-Sieger Esteban Ocon. Obschon er erst 27 Jahre alt ist, haben wir nun die perfekte Mischung bei den Piloten aus Routine und Jugend und ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre mit diesen beiden." Also Ocon vollen Lobes, der Teamchef sowieso und der Teambesitzer ja erst recht. Aber es gibt auch Kritik, und zwar nämlich von Günther Steiner. Mit ihm sprach ich ja auch am vergangenen Dienstag eben über diese Gerüchte. Da waren es noch Gerüchte, dass der Esteban Ocon im nächsten Jahr für Haas fahren soll. Und wir wissen ja auch, gerade bei Ocon, der hat in diesem Jahr, naja, auch das ein oder andere Mal im negativen Sinne auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem, wenn wir nach Monaco blicken. Diese Kollision mit seinem eigenen Teamkollegen, mit Pierre Gasly, sorgte ja vor allem auch für Gerüchte, dass man seitens Alpine und Teamchef Bruno Fermin nämlich mal ihm aufzeigen wolle, dass das so einfach nicht geht. Und da wurde ja einst darüber auch diskutiert, ob da möglicherweise mal eine Rennsperre verhängt werden wird von Seiten des Teams, damit er einfach versteht, dass das so eben nicht funktioniert und dass man sich an die Absprachen, die man vor dem Rennen eben auch getroffen hat, dann auch hält. Ja, und Günther Steiner, der hat eben auch diese kritischen Worte, und klar ist auch, klar, Ocon, der blickt auf eine lange Zeit in der Formel 1 und auf viele Formel 1-Teams zurück, aber die Reise, die er da nur antretet, die geht eher nach unten. Jetzt wird ja noch vermutet, Esteban Ocon soll zu Haas wechseln. Jetzt ist es ja einer, der zum einen natürlich bei Alpine gehen muss im nächsten Jahr, aber auch zum anderen nicht gerade für Teamplay bekannt ist. Ist das so förderlich, wenn du dir jemanden ins Team holst, der, wie man ja in diesem Jahr auch schon gesehen hat, mit Pierre Gasly so ein bisschen, naja, nennen wir es mal, den eigenen Willen durchsetzen will, ohne Rücksicht auf Teamkollege und Team zu nehmen? Das Gegenteil von Lando Norris, willst du sagen? Ja, so ganz durch die Blume formuliert, ja. Genau, würdest genau du, so direkt wollte ich es nicht formulieren, deswegen bin ich da. Okay. Aber nein, ich meine, Esteban Ocon hatte immer schon mit den Teamkollegen, ich glaube, da gab es nie ein gutes Verhältnis, aber wiederum, der Mann lernt ja auch. Und deswegen, ich glaube, irgendwann wird er lernen, und speziell beim Rookie auf der Seite, dass er vielleicht hilft mal, aber sicher, seine Reputation ist nicht die beste mit den Teamkollegen, aber ich glaube, er muss sich ändern, um weiter in der Formel 1 zu bestehen. Weil irgendwann, er war Mercedes-Fahrer,
dann war er Force India, dann Renault, jetzt Haas. Irgendwann geht es halt nicht mehr nach oben und deswegen musste ich auch ein bisschen ändern. Und das ist die größte Kritik, weil ich glaube, er ist ein sehr schneller Fahrer, Esteban Ocon, und er muss es nur halt mal richtig rüberbringen. Ja, man gab ja auch Berichte, dass James Vowles schon mal kein Interesse eben hatte, weil er nicht als Teamplayer bekannt ist und blieb eigentlich nur Haas als Option und dann wahrscheinlich nach dem Motto, besser solch ein Cockpit als gar kein Cockpit, oder? Genau, irgendwann es sind einfach nur 10 Teams da und irgendwann ist halt die Auswahl am Ende. Ja, mal ein kleiner Ausschnitt aus dieser Sendung vom vergangenen Dienstag. Natürlich könnt ihr auch die Sendung in voller Länge anschauen hier auf unserem YouTube-Kanal. Oder ihr geht direkt auf klartext.gen1.de, findet ihr nicht nur die Sendung vom vergangenen Dienstag, sondern eben auch die Sendung, die beiden Sendungen im Vorfeld. Und die nächste Sendung mit Günther Steiner findet nach der Sommerpause am 28. August um 19 Uhr dann wieder live hier statt. Blicken wir mal zum Schluss dieses ersten Themas mal auf wieder eine sehr spannende Grafik, die wir ja in diesem Jahr schon des Öfteren auch euch gezeigt haben. Aber jetzt dadurch, dass ja ein weiteres Cockpit offiziell bestätigt wurde, gucken wir mal drauf, wie sich das bisher zusammengesetzt hat. Wir sehen ja ganz oben Max Verstappen, Sergio Perez. Ja, bei Sergio Perez muss man ohnehin eben noch ein wirklich großes Fragezeichen dahinter setzen, denn Helmut Marko, werden wir dann eben auch nochmal hören, der hat ja schon bereits auch erklärt, man wolle die Sommerpause auch dafür nutzen, um sich zu beraten und zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Also auch da könnte es eben, wo sich das Bild von Sergio Perez derzeit befindet, wohl noch etwas verändern. Tja, dann Mercedes, da haben wir eben noch dieses freie Cockpit, bis dato George Russell für das kommende Jahr bestätigt. Ansonsten will sich ja Toto Wolff noch ein bisschen Zeit lassen. Das werden wir gleich auch nochmal in unserem nächsten Thema erfahren. Bei Ferrari alles klar, Charles Leclerc und Lewis Hamilton. So wird es aussehen. Natürlich auch McLaren ist bestätigt, nämlich mit Lando Norris und Oscar Piastri. Und bei Alpine, da ist auch noch ein freier Sitz frei. Pierre Gasly bekam ja einen neuen Vertrag, ist ja bereits schon bestätigt worden, aber wer an seiner Seite sitzen wird, ist noch unklar. Wenn es nach Flavio Briatore geht, dann soll es bestmöglichst Carlos Sainz sein. Ja, und auch bei den Racing Bulls ist ja auch hier noch ein freier Platz, nämlich ersichtlich. Yuki Tsunoda, der bekam ja einen neuen Einjahresvertrag für, also eben das kommende Jahr. Darüber hinaus will man erstmal abwarten und es auch noch unklar ist, wer diese Position an der Seite des Japaners einnehmen wird. Man kann eigentlich recht guten Gewissens schon mal sagen, dass das entweder Liam Lawson wird oder man hat ja eben auch noch aus dem Juniorenprogramm noch einige gute Fahrer, vielleicht man auch hier dem einen oder anderen eine Chance gibt. Bei Aston Martin, Fernando Alonso, der hat ja seinen Vertrag verlängert bis mindestens 2026 und auch Lance Stroll, der hat ohnehin eigentlich einen lebenslänglichen Vertrag, weil ja der Papa der Teamboss ist. Bei Williams auch noch einen freien Platz. Alex Albon, dessen Vertrag hat er ja auch verlängert, gleich für mehrere Jahre, ohne dabei konkret zu benennen, um wie viele Jahre er verlängert wurde. Aber klar ist, Albon bleibt, der ja auch mal zeitweise mit Red Bull in diesem Frühjahr in Verbindung gebracht wurde. Aber wer an seiner Seite sitzen wird, ist noch unklar. Klar scheint nur zu sein, Logan Sargeant wird es jedenfalls nicht mehr sein. Ja, und auch bei Sauber, / Audi, ist man ja nach wie vor noch auf der Suche nach einem geeigneten Fahrer, auch wenn man hier gerne Carlos Sainz haben wollen würde. Aber auch da ist unklar, wer wird an der Seite von Nico Hülkenberg sitzen, dessen Wechsel von Haas zu Alpine, sondern eben zu Sauber Audi ja auch schon seit einiger Zeit bestätigt. Und wir sehen hier bei Haas ist es nun final mit Olli Berman und Esteban Ocon. Also wir sehen nicht mehr viele Cockpits frei. Aber, und das ist die schöne Überleitung, nämlich zu unserem nächsten Thema, wenn er sich endlich mal entscheiden würde, dann könnte alles richtig schnell gehen. Doch warum ist es einfach nicht so, dass wir endlich Bescheid wissen und vor allem auch er? Das ist nämlich das große Fragenspiel. Was passiert mit ihm? Wo sieht er sich? Und klar wird anhand seiner Aussagen, die wir gleich hören bzw. lesen werden, dass er da schon genau konkret was vor Augen hat. Nur da könnte es womöglich schwierig werden. Weiter mit dem zweiten Thema dieser Sendung.
Ja, während Haas also nun endgültig seine Fahrerpaarung für das kommende Jahr oder vielmehr für die kommenden Jahre abgeschlossen hat und eben auch Esteban Ocon eine neue Heimat gefunden hat, sieht es bei Carlos Sainz allerdings noch immer nicht danach aus, als würde er erst bald mal eine Entscheidung treffen wollen. Carlos Sainz, der ist ja, kann man sagen, quasi der letzte große Fahrer, der für das kommende Jahr noch kein neues Cockpit hat. Und er natürlich in einer sehr, kann man sagen, komfortablen Position sich befindet. Aufgrund seiner bisher starken Leistungen haben natürlich auch eine Vielzahl verschiedener Formel-1-Teams großes Interesse, ihn zu verpflichten. Und so ist er natürlich auch in der Lage, sich für ein Team zu entscheiden. Muss also nicht das nehmen, was kommt, wie zum Beispiel bei einem Esteban Ocon, da war Haas auch nur die einzige Möglichkeit, sondern bei Sainz sieht das eben ein bisschen anders aus. Tja, aber hier könnte eben genau die Schwierigkeit liegen, mit diesem sich ein Cockpit auswählen zu können, denn Carlos Sainz, der erklärte nämlich im Interview mit dem Männermagazin GQ, dass er in seiner Karriere eigentlich noch viel vorhat. Und er spricht aber auch in diesem Interview auch über seine Vergangenheit. Wir wissen, er ist ja schon auch selber für eine Vielzahl von Teams unterwegs gewesen, Toro Rosso vor einigen Jahren, dann Renault, McLaren und aktuell noch Ferrari. Alles sind natürlich in diesem Falle hier Traditionsrennställe, genauso auch wie Williams, das natürlich auch Interesse hat am Spanier. Und gut, Toro Rosso muss man natürlich auch nochmal ausklammern, war jetzt nie ein Traditionsteam, aber ansonsten alle anderen sind das eben ebenfalls. Tja, und Williams, das ist ja eigentlich auch kein allzu großes Geheimnis, hat natürlich Interesse, ihn zu verpflichten, doch kommt oder käme ein Wechsel von Ferrari für ihn zu Williams überhaupt in Frage? Er sagt, Williams ist sicher ein Team, auf das diese Bezeichnung passt, und es ist eines der wenigen, bei denen ich noch nicht war. Trotzdem aber muss man festhalten, Ferrari ganz oben, Williams ganz unten. Also natürlich auch, da geht es ein paar Stufen, ja, ein paar ordentliche Stufen nämlich hinab. Aber aus seinen weiteren Aussagen geht eigentlich deutlich hervor, was eigentlich seine Absichten in Wirklichkeit für ihn sind. Und er sagt, das gilt auch für Red Bull Racing und für Mercedes. Es gibt zwei, drei Teams, bei denen ich noch nicht war, aber vielleicht wird sich das in der Zukunft noch ändern. Ja, aber wann sieht er diese Chance da, möglicherweise eben zu Red Bull oder zu Mercedes zu kommen? Denn genau darauf spekuliert ja auch der Spanier. Er sagt, ich weiß nicht wann, um ehrlich zu sein, denn die Zukunft scheint noch recht ungewiss zu sein. Nicht einmal ich weiß es. Was ich weiß, dass ich in 10 Jahren in 4 verschiedenen Teams war und sehr gute Erinnerungen an jedes habe. Und ich weiß, dass, wenn sich morgen die Gelegenheit ergibt, zu einem dieser Teams zurückzukehren, ich zurückkehren kann. Ja, er sagt also selber, er hat viele Optionen, aber die, auf die er eigentlich schielt, da ist es noch unklar, ob man da überhaupt in Frage kommt, beziehungsweise ob das ob entweder Red Bull oder Mercedes da überhaupt Interesse an ihm hat. Helmut Marko hat das ja eigentlich vor ein paar Wochen schon mal, naja, eher ausgeschlossen. Und wenn man eben ja auch in diese Zeiten reinschaut, wo Carlos Sainz bei Toro Rosso fuhr, so ganz so eine angenehme Zeit war das ja damals auch nicht wirklich. Und ob man eben auch einen Carlos Sainz an die Seite eines Max Verstappen setzen kann, das darf eher bezweifelt werden. Demzufolge müsste ja Sainz eigentlich darauf hoffen, dass Verstappen zu Mercedes geht oder Mercedes ihm da ein Cockpit gibt, wenn man eben endlich feststellt oder irgendwann feststellt, einen Max Verstappen bekommen wir nicht so schnell und für einen Andrea Kimi Antonelli ist das möglicherweise noch ein wenig zu früh. Ja, aber gerade Mercedes erklärte ja, vor allem in Persona von Toto Wolff in den letzten Wochen immer wieder, dass man es überhaupt nicht eilig habe, dass es eben schon ja, so bald keine Entscheidung geben werde. Und bei Red Bull ist ja, wie gesagt, ja auch vieles unklar. Bleibt Max Verstappen vor allem, aber vielmehr stellen sich die meisten die Frage, bleibt eigentlich Sergio Perez? Und das ist ja gerade ja auch die spannende Frage, was mit dieser Personalie mit Sergio Perez passiert eben. Vorhin schon angesprochen, Helmut Marko erklärte ja bereits auch nach dem Quali-Debakel am vergangenen Samstag in Budapest,
dass sich an dem eigentlichen Plan nichts ändern werde, dass man das letzte Rennwochenende, das jetzt ansteht, noch abwarten werde und dann sich in der Sommerpause beraten werde, wie es endlich weitergehen soll. Aber eins ist eben auch klar, solange Carlos Sainz für sich keine Entscheidung getroffen hat, ja, da wird recht wenig passieren auf dem Fahrermarkt, denn eben Carlos Sainz ist dieser große Dominostein. Der muss erstmal umfallen, damit eben auch die anderen Steine mit umfallen können. Und wenn das irgendwann mal dann der Fall sein wird, dann wird das richtig schnell vonstatten gehen. Schöne Überleitung jetzt zu Thema Nummer 3, da reden wir nämlich über Max Verstappen. Der bekam ja richtig viel Kritik für dieses letzte Wochenende und es lief ja, kann man sagen, überhaupt nicht. Am Ende nur Platz 5, ja, und viel passiert in den Runden zuvor und dafür gab es eine Menge Kritik. Doch warum war das eigentlich so, dass ein Max Verstappen so schlecht gelaunt war? Es gibt einen Grund und dieser Grund, ja, über den sprechen wir jetzt mit Thema Nummer 3. Ja, nicht nur im Rennen eigentlich in Budapest lief es nicht, sondern das ganze Wochenende über lief es nicht und ihm war eigentlich auch recht früh klar, dass man da recht wenig Chancen haben werde auf den Rennsieg. Ja, und das Rennen für Max Verstappen fing gleich in der ersten Runde, naja, kann man sagen, eher schon recht suboptimal an, auch wenn er ja gleich mal an Lando Norris vorbeizog und damit erstmal für einige Runden auf den zweiten Platz verharren konnte. Allerdings, ja, gab es natürlich die Sehen im Vorfeld. Lando Norris drückte dann Max Verstappen so ein Stück weit abseits die Rennstrecke und demzufolge kam dann Max Verstappen genau auf diesem Wege auch an ihm vorbei. Doch man war sich seitens des Teams nicht sicher, ob das alles so richtig war, wie man das Ganze letztlich auch gemacht hat. Und so entschied man, bevor die Rennkommissare letztlich eingreifen und möglicherweise eine Strafe verhängen, eben dann auch sich dazu, dass Verstappen diesen zweiten Platz wieder zurückgeben solle an Lando Norris. Ja, und damit war dann Max Verstappen auch wieder nur Dritter, wie er dann auch ins Rennen gestartet war ursprünglich. Aber da war recht schnell klar, gegen beide McLarens hatte dieser Red Bull, hatte Max Verstappen eben überhaupt nichts auszusetzen. Das war ja nicht das einzige Thema, was man da letzten Sonntag sah. Nein, auch die Strategie, die war eher sehr suboptimal, um es mal galant zu formulieren. Und so sah sich Max Verstappen auch immer wieder eines Undercuts ausgesetzt. Ja, und der Höhepunkt, der negative Höhepunkt folgte dann in der 63. Runde, als es ja dann diese Kollision zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton dann auch kam. Und auch wenn es keine Strafe für Max Verstappen oder für Lewis Hamilton gab, seitens der Rennkommissare das Ganze als Rennunfall auch bewertet wurde, hatte es natürlich Konsequenzen für Max, denn dadurch war nicht nur Platz 4 futsch, nein, auch der eigentliche Hoffnungsträger, also dass man zumindest mal aufs Podium kommen könnte, noch dann auch letztlich dahin und am Ende war es nur Platz 5. Ja, und am Funk war natürlich auch immer wieder festzustellen, wie fuchsteufelswild Max Verstappen eigentlich war. Ist er regelrecht ausgeflippt. Bilder, wie man sie in der Vergangenheit von Max Verstappen zu hören bekam, aber in den letzten dominierenden Jahren war das ja bekanntermaßen nicht so. Aber für seine ganze, ja, für sein ganzes Fluchinferno, was er da über Runden hinweg da gegenüber seinem Renningenieur da losgelassen hat, gab es eben auch Kritik. Und zwar vom ehemaligen Formel-1-Piloten Jan Lammers und der hatte im Interview mit der niederländischen Version von motorsport.com nämlich Folgendes erklärt. Ich finde es interessant, dass sie selbst die Entscheidung getroffen haben, die Position zurückzugeben. Es war eine verständliche, aber auch teure Entscheidung. Man fragt sich, ob es nicht besser gewesen wäre, die Position zu behalten und eine 5-Sekunden-Strafe zu kassieren. Da ging es eben dann auch gerade um die erste Runde, wo Max Verstappen ja dann kurzzeitig Zweiter war, aber die Position dann auf Bitten des Teams wieder zurückgegeben hat, beziehungsweise ihr wieder abgegeben hat. Ja, laut Lammers ist es vor allem auch gerade in diesen ganzen Verwirbelungen, wie er es formuliert, schwierig, auch seinem Vordermann folgen zu können, weshalb eben auch Max Verstappen hinter Lando Norris nichts auszurichten hatte und sagt weiter, vielleicht hat das Max schon früh im Rennen wütend gemacht. Wenn ein Fahrer Wut im Bauch hat, vergibt er nicht mehr. Wenn dann ein Fehler passiert, folgt meist der nächste und man wird noch wütender. Um es milder auszudrücken, Max hat sich in diesem Rennen nicht von seiner besten Seite gezeigt.
Ja, letztlich war das ja die Entscheidung des Teams, dass Max Verstappen die zweite Position wieder zurückgibt. Aber Lammers selber, der hätte sich viel mehr gewünscht, wenn man diese Entscheidung Max Verstappen dann auch überlassen hätte, und erklärte, wenn sie Max die Entscheidung überlassen hätten, auf das Urteil der Sportkommissare zu warten, wäre es seine Sache gewesen. Wenn es falsch gewesen wäre, wäre er auch sauer gewesen, aber dann hätte er gewusst, dass er selbst die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, es war aber nicht nur eben das, was in der ersten Runde und in der 63. da passiert ist. Nein, auch die ganze Strategie, die war, um es mit den Worten von Max Verstappen zu formulieren, nicht gerade die beste. Und das hat ihn natürlich auch ziemlich, nennen wir es mal, nicht in eine Position gebracht, in dem er zufrieden war, was das Auto betrifft. Denn er hatte Probleme eben auch mit der Balance. Und dazu sagt Jan Lammers: Als Fan, der das Rennen verfolgt hat, gefiel mir nicht, wie sich Max verhalten hat. Viele Leute finden das schade, aber das treibt Max an und das mögen wir an ihm. Aber dieser Antrieb hat auch seine Schattenseiten. Gute Gewinner sind oft schlechte Verlierer. Ja, und für Max Verstappen war es auch so, der musste ja einige Dämpfer hinnehmen in diesen langen Runden dieses Rennens beim Großen Preis von Ungarn. Und das Ganze natürlich erstmal sacken zu lassen, zu verarbeiten, ist auch nicht gerade ein so schneller Prozess. Und trotzdem fragt sich der ehemalige Formel-1-Pilot: Was wollen wir wirklich? Wollen wir jemanden, der vom Siegeswillen getrieben ist? Oder wollen wir jemanden, dem das Ergebnis egal ist, weil er auch mit Platz 2 oder 3 zufrieden ist? Nein, das wollen wir sicher nicht. Ich mochte diesen Max nicht, aber wer Max als Rennfahrer mag, muss damit leben. Das ist auch Max. Jeder hat seine guten und seine schlechten Seiten. Kritik gab es aber nicht nur eben von oder an wiederum in Richtung Max Verstappen, nein, auch Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase, auch der muss nämlich ein bisschen Kritik einstecken. Wir wissen ja, als es ja dann in der 63. Runde zu dieser Kollision kam zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, beschwerte sich ja Max Verstappen und sein Renningenieur, der das Ganze gleich mal abtun wollen, und bezeichnete das Ganze als kindisch. Und dazu heißt es: Das war nicht sein bester Moment. Normalerweise ist er effizienter. Man kann eine andere Meinung haben, aber in diesem Fall hat es Max und Red Bull nicht geholfen, den Fahrer noch mehr zu provozieren. Letztlich hat er ihn damit offen angegriffen. Ob Max recht hat oder nicht, ist völlig irrelevant. Lambiase hätte das auch anders regeln können. Er hätte sagen können: Okay, Max, lass uns nach dem Rennen drüber reden. Das war nicht der brillanteste Moment von Lambiase. Aber warum war Max Verstappen eigentlich so schlecht gelaunt? Lag das wirklich nur in Anführungsstrichen an dem Umstand, dass er in der ersten Runde relativ schnell die zweite Position wieder abgeben musste? Lag es in dieser ja doch sehr schlechten Strategie, die das Team ausnahmsweise mal hatte, weil er selber ja auch weiß, dass das Team in 99% der Fällen ja eine wirklich gelungene Strategie zu umsetzen weiß? Oder lag es an dieser Kollision mit Lewis Hamilton? Oder war da was ganz anderes im Hintergrund? Wir wissen ja, dass ja Max Verstappen ja auch gerne mal am Sim-Racing teilnimmt. Und viele hatten ja auch gerade nach dem Rennen in Ungarn die Vermutung, ob diese schlechte Laune nicht was damit zu tun habe, dass er sich quasi die Nächte um die Ohren schlägt und da an diesen Sim-Racing-Veranstaltungen teilnimmt und letztlich dann auch eher zu weniger Schlaf kommt und das mit ursächlich sein könnte, warum er da wie zum Beispiel in Ungarn dann eben so schlecht gelaunt war. Im Interview mit dem ORF sagte Helmut Marko, da tat es vielmehr als eher blödsinnig ab, aber wer sich seine Speedweek-Kolumne genauer durchliest, der stellt was sehr Interessantes nämlich fest, denn da spricht er nämlich über dieses Simracing, an dem der Max Verstappen wieder einmal teilgenommen hat. Und was zuvor eben noch am Rennwochenende als Blödsinn abgetan wurde, also dass das damit nicht zusammenhänge, klang das eben in seiner Kolumne dann schon ganz anders. Und da heißt es: Max Sim-Einsatz am Ungarn-Wochenende zu später Stunde kam nur deswegen zustande, weil in seiner Mannschaft ein Fahrer ausgefallen war. Wir haben trotzdem vereinbart, dass er künftig so spät keine Simulationen mehr fährt. Tja,
Also hat man dann doch irgendwo verstanden, dass das vielleicht nicht so gut ist und dass das womöglich auch Auswirkungen nicht nur auf seine Laune, sondern eben auch auf seine ganze Persönlichkeit hat. Und es ist ja, wir kennen sie alle auch, wenn wir mal eine Nacht erleben, in der wir sehr wenig geschlafen haben, da sind wir natürlich auch ein Stück weit gereizter. Ist zumindest mal bei mir der Fall. Und da wünscht man sich natürlich auch, dass niemand gerade ja, in der Nähe ist, der einen mit, nennen wir es mal, doofen Kommentaren ja, einmal über die, ja, einen nervt, schlichtweg auf die Nerven geht. Ja, Christian Horner, der hatte eher was Widersprüchliches darauf, nämlich gesagt in Ungarn und sagte, Max weiß, was es braucht, um ein Formel-1-Auto zu fahren. Grand Prix zu gewinnen und Weltmeister zu werden. Wir vertrauen seinem Urteilsvermögen. Also wir merken da, Helmut Marko ist anderer Auffassung, deswegen hat man auch ihm klar zu verstehen gegeben, das machst du künftig nicht mehr. Und Christian Horner, der sich da einfach sagt, ja, soll er machen, was er will, er wird schon wissen, was er da tut und worauf es da auch für ihn ankommt. Aber der Christian Horner hat eben auch gesagt, etwaige Diskussionen, wie wir uns verbessern können, würden dann eben intern dann auch geschehen bzw. geführt werden und nicht in der Öffentlichkeit. Ja, also dadurch, dass das Team nun entschieden hat, mit Max Verstappen zusammen, dass es künftig eben keine spätabendlichen Sim-Racings mehr geben wird, scheint die interne Diskussion über dieses Thema schon stattgefunden zu haben. Also, damit sind weitere Sim-Racings-Geschichten für ihn erstmal tabu. Ja, aber grundsätzlich, so erklärte Helmut Marko auch weiter, habe ja er nichts falsch gemacht, nimmt ihn auch daher so ein Stück weit in Schutz und schrieb weiter in seiner Kolumne, in Imola ist er nach einem Simracing-Einsatz auch erst um 3 Uhr in der Nacht ins Bett und hat dann den Grand Prix gewonnen. Ja, und Verstappen habe ja einen anderen Schlafrhythmus und er habe auch vor dem Ungarn-Rennen eben auch seine 7 Stunden Schlaf gekriegt, wie es Helmut Marko dann auch formuliert. Aber man dürfen auch eins nicht vergessen, 7 Stunden Schlaf sind nicht gleich 7 Stunden Schlaf. Es kommt ja schon darauf an, auch wann ich diese 7 Stunden schlafe. Wenn ich die von 3 Uhr bis, ja, 7, also bis 10 Uhr schlafe, dann gehe ich ja viel, viel später ins Bett. Also hat es natürlich schon auch Auswirkungen, als wenn ich jetzt um Mitternacht ins Bett gehe und bin um 7 Uhr dann schon wach. Also 7 Stunden sind nicht gleich 7 Stunden. Jeder, der das in seinem Leben ja schon mal das ein oder andere Mal durch hat, weiß, bei den einen 7 Stunden bin ich ausgeschlafen, bei den anderen, naja, könnte man eigentlich im Bett liegen bleiben und weiterschlafen, weil man einfach noch nicht fit ist. Also, jedenfalls scheint klar zu sein, weitere Simracing-Einsätze so unter den bisherigen Umständen sind tabu und wurden untersagt. Das war's mit unserer Sendung an diesem Mediendonnerstag. Ocon eben dann im nächsten Jahr im Haas. Mal gespannt, wie das auf jeden Fall werden wird. Wir werden es natürlich auch hier beobachten. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ja dann wieder die freien beiden Trainings, dann nach Belgien. Es geht ja ins Wohnzimmer, ins ehemalige Wohnzimmer von Michael Schumacher auf jener Strecke, auf der er schon so oft gewonnen hat. Und diese Strecke ist wahrlich Tradition und viele hoffen, dass das auch noch in den nächsten Jahren der Fall sein wird. Also morgen die freien Trainings. Wir melden uns morgen natürlich auch wieder an dieser Stelle. Schönen Donnerstag und eure Meinung gerne zu diesen Themen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder. Bis dann und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Champ One zeigt's allen.